Nicht nur der ehemalige Nachrichtensprecher Jan Hofer zweifelte an seiner letzten Tanzperformance bei Let's Dance, die Zuschauer plädieren jetzt sogar für seinen Ausstieg. Jan Hofer ist mit seinen 69 Jahren der bisher älteste Kandidat in der Geschichte der RTL-Show und tanzt gemeinsam mit Profitänzerin Christina Luft. Ihre letzte Darbietung in der Sendung hatte es allerdings in sich. Sie mussten einen Jive aufs Parkett legen. Dabei kam Jan Hofer bereits während der Übungsstunden an seine Grenzen. Auch seine Tanzpartnerin Christina Luft war besorgt, den Tanz mit ihm nicht auf die Bühne zu kriegen. Auch Joachim Lambi entgingen die Probleme nicht, die die beiden hatten, und so erklärte er: „Das eine ist der Mensch Jan Hofer, den ich lange kenne, den ich sehr schätze, der ein super Typ ist. Aber wir bewerten das Tanzen und das war heute leider sehr mager." Doch trotz der ungenügenden Performance im Jive kamen Jan Hofer und Christina Luft eine Runde weiter. Fans der Sendung waren daraufhin fassungslos, dass Hofer die Show nicht verlassen musste, und forderten ihn im Netz auf, dass er freiwillig gehen soll. So meldete sich eine Userin zu Wort und schrieb: „Das ist kein Tanzen." Ein anderer Fan der beliebten RTL-Show verstand dagegen nicht, warum Jan Hofer mit seiner Darbietung nicht direkt rausgeflogen ist, und machte seinem Ärger so Luft: „Wie kann es sein, dass Jan mit 8 Punkten weiterkommt und Micky Krause mit 16 Punkten rausfliegt? Ich verstehe das nicht und finde, er hätte heute rausfliegen sollen." Doch Jan Hofer lässt sich von der Kritik nicht unterkriegen und bleibt weiterhin mutig. In der kommenden Folge von Let's Dance wird er mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft also wieder mit am Start sein.